Krönchen richten, Teil 2. Und wir starten mit einer Frage heute, nämlich, wie gern stehen Sie morgens auf, um arbeiten zu gehen oder halt im Homeoffice zu arbeiten? Bei mir ist das so, wenn ich morgens aufstehe, mal um 5, mal um 6, mal um 7, dann liebe ich es oder es ist eines der ersten Dinge, mich morgens an den Schreibtisch zu setzen und zu schreiben. Sei es ein Blog, ein Podcast, an einem Buch zu arbeiten oder irgendwas, was mit meinem Thema zu tun hat, Führung und Kommunikation zu verbessern. Und woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass ich selbstständig bin und ja, verpflichtet bin, regelmäßig viel zu arbeiten. Das liegt auch nicht daran, dass ich Angst habe davor, vielleicht jetzt kein Geld mehr zu verdienen, was ja de facto so ist. Ich weiß ja, dass ich jetzt weniger Geld verdiene. Es liegt daran, dass ich meinen Job einfach liebe, dass ich ihn super, super gern mache. Der Grund dafür bei mir ist so, dass ich in meinem Leben, ich nenne es, viel schlechte Führung und schlechte Kommunikation selbst kennengelernt habe. Und ich möchte einen Beitrag dafür leisten, dass in dieser Welt besser geführt wird, wertschätzender, respektvoller geführt wird und auch respektvoll kommuniziert wird. Das ist mein inneres Brennen und das trage ich in meine Seminare, Webinare, so wie hier jetzt, oder auf die Bühne. Das ist mein Beweggrund. Und wie ist das bei Ihnen? Was ist Ihr Beweggrund? Wie gern machen Sie das? Ich glaube, dass das eine wichtige Frage ist in dieser Zeit der Krise, der Unsicherheit, dass wir etwas haben, was wir leidenschaftlich und was wir gern machen. Und da wir einen Großteil unserer Zeit mit unserer Arbeit verbringen, bietet sich's doch an, da zu starten. Ich habe mal geschaut in den letzten Wochen, letzten 4, 5 Wochen, wie das jetzt schon dauert. Ich habe letzte Woche, als ich beim Aufräumen, hatte ich 8 Ideen für neue Podcasts, neue Blogs, habe 2 Buchideen gehabt und eine habe ich schon umgesetzt oder bin dabei, die umzusetzen. Habe 5 Online-Trainings gemacht. Nächste Woche kommt das 6. Habe 8 YouTube-Videos aufgenommen und habe 6 Blogs geschrieben. Also ich mache das einfach gerne. Natürlich gibt es auch Situationen, ich bin ein Mensch, ja, wo ich denke so, boah, so richtig Bock hast du jetzt nicht gerade. Aber wenn ich dann hinterher 2 Stunden später den Artikel fertig geschrieben habe, dann habe auch ich dieses Lächeln auf dem Gesicht, dass ich wieder einen weiteren Beitrag für bessere Kommunikation und bessere Führung geleistet habe. Ein paar Beispiele. Jeder kann seinen Job lieben. Ein paar Beispiele dafür, dass jeder seinen Job lieben kann. Ich habe mal in Frankfurt auf dem Flughafen eine singende, die nenne ich sie jetzt, Putzfrau getroffen, die Klos sauber gemacht hat. Und die Klos waren auch sehr sauber. Und immer wenn jemand so verdächtig viel Freude und Spaß bei der Arbeit hat, dann hake ich da nach und frage, sag mal, wie gern machst du deinen Job? Und das war so eine Persönlichkeit, die ihren Job liebte. Die liebte es dafür zu sorgen, dass ihre Kunden, ich war einer von denen, einfach da eine saubere Toilette vorfinden und sich da für ein paar Momente eben auch wohlfühlen. Ich hatte mal einen Kollegen bei Unilever, als ich noch bei Unilever angestellt war. Ich habe viel für Innovationen gearbeitet und mit dem Verpackungsentwickler. Und Karl-Heinz war auch so eine Persönlichkeit, der liebte seinen Job. Der sagte immer, Markus, du kannst mich morgens um 7 anrufen oder abends um 9. Ich bin immer da, bin immer erreichbar. Ich habe ihn nicht immer angerufen, aber er war, wenn ich was von ihm brauchte, in der Tat immer erreichbar. Eine andere Bekannte von mir, die war viele Jahre Bankkauffrau, also über 20 Jahre als Bankangestellte gearbeitet. Hat irgendwann gesagt, vor ein paar Jahren, es macht mir keinen Spaß mehr, hat gekündigt und arbeitet heute als, ja, ganz viel mit Näharbeiten. Nähen ist ihre große Leidenschaft und arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte und näht mit denen die verschiedensten Sachen. Und das liebt sie. Und meine Frage an Sie eben ist, wie sehr lieben Sie das, was Sie jeden Tag tun? Wie sehr lieben Sie Ihren Job? Eine Bekannte von mir, die hat erzählt, dass sie sich im Controlling in der Firma ist, sie jetzt auf 50% auf Kurzarbeit und sie sagt, ich mache trotzdem das, was zu tun ist. Einer ihrer Kollegen sagt, 50% zahlt mein Arbeitgeber weiter.
Das Arbeitsamt zahlt mir weitere 30%, also ist mein Nettogehalt momentan 80% von dem, was ich sonst bekomme. Dann arbeite ich auch 80% der Arbeitszeit, für die ich sonst bezahlt werde. Andere Kollegen sagen, nee, mein Arbeitgeber zahlt mich für 50%, also zahle ich auch nur 50%. Und ich glaube, diese verschiedenen Einstellungen kann man natürlich haben. Ich sage nicht, dass das richtig oder dass das falsch ist. Aber ich kann natürlich daraus ablesen, oder wir alle können daraus ablesen, wie motiviert und wie begeistert Leute ihren Job machen. Und manche brennen einfach dafür. Und das finde ich besonders und bemerkenswert. Für Sie, wie ist das bei Ihnen, bei dir? Machst du deinen Traumjob? Ist das, was du jeden Tag tust, das, was du liebst? Und für diejenigen, die sich vielleicht fragen, naja, also lieben ist jetzt wirklich deutlich übertrieben, macht das schon ganz gerne oder vielleicht durchschnittlich, man muss ja einen Job machen, ja, habe ich ein paar Gedanken dafür. Das ist aus meinem Buch, Tu, was du nicht kannst, die unendlich Stolzformel. Für Menschen, die sich fragen, was ist denn für mich? Was könnte es denn für mich sein, was in mir so eine unglaubliche Begeisterung auslöst? Ein paar Fragen. Wovon haben Sie als Kind geträumt? Und was von diesen Träumen ist vielleicht heute noch relevant, umgesetzt zu werden? Was erzeugt bei Ihnen eine Gänsehaut? Wen bewundern Sie? Wen beneiden Sie? Und wofür? Wer wären Sie gerne? Oder welche Facette in Ihrem heutigen Job macht Ihnen unheimlich viel Spaß und Freude? Und gibt es vielleicht Berufe, die diese eine Facette aus Ihrem Beruf als Haupttätigkeitsfeld haben? Dann wäre es doch spannend, sich sowas zu suchen, um dann morgens mit dieser unglaublichen Energie aus dem Bett aufzustehen. Meistens, nicht an allen Tagen, aber meistens. Und dann sich mit Elan auch an diese Arbeit ranzumachen. Für mich ist Montag ein toller Tag. Ich liebe Montage, ja, weil da kann ich wieder einen Beitrag leisten zu besserer Kommunikation. Und am Freitag liebe ich genauso. Deswegen, übrigens das Buch, Sie brauchen es nicht kaufen, Sie bekommen von mir, das ist die Kurzversion 8+1 Säulen der stolzen Zielerreichung. Das ist die Essenz aus dem Buch. Ich sage Ihnen noch, wo Sie es downloaden können. Nämlich auf meiner Homepage gibt es eine Unterseite, die heißt Krönchen richten. Einfach www.markusjotz oder Krönchen richten. Da bekommen Sie das und auch diverse andere Downloads. Ich habe beim Aufräumen vor kurzem, in der Tat habe ich ziemlich viel ausgemistet in den letzten Wochen, was Spannendes gefunden, nämlich diesen Zettel, schon sehr vergilbt, den habe ich bestimmt schon über 20 Jahre in meinen Unterlagen, 7 Prinzipien für die tägliche Arbeit. Und das untere fand ich spannend. Was auch immer du tust, ich sage es mit meinen Worten, tu es mit voller Energie und mit voller Leidenschaft, mit dem Level 10. Und ich glaube, dass das in der Tat ein idealer Weg ist, um diese Krise bestmöglich zu meistern, ist das, was wir tun, mit vollem Engagement und voller Leidenschaft zu tun. Und so einen wertvollen Beitrag zu leisten für das, was wir eben jeden Tag tun. Viele, die machen das hier, die jammern. Und wir stellen meist Alternative in den Raum, jammern oder Vollgas geben. Also, ich könnte auch jammern. Ja, verdiene ich jetzt im April und im Mai ganz wenig Geld, nur ein paar Online-Trainings? Ja, in der Tat. Aber deswegen jammere ich nicht, weil ich andere spannende Sachen machen kann. Gang mal zurückschalten, tut mir persönlich auch sehr gut. Und deshalb gebe ich da entsprechend Gas. Und wo geben Sie Gas? Ein paar Gedanken für Angestellte oder für Selbstständige. Vor einigen Tagen sprach ich mit einer Kundin, mit einer Praktikantin im Personalbereich und die fragte sich, ja, ich mache jetzt dieses Praktikum für 6 Monate und in 6 Monaten möchte ich dann meinen richtigen Job haben, bewerbe mich da demnächst und hat sich gefragt, kriege ich denn da einen Job? Wie gut sind da meine Chancen, gerade jetzt in diesen Zeiten der Krise? Dann habe ich gesagt, was tust du denn, um dich ganz besonders zu machen, um dich unentbehrlich zu machen? Mach doch, wenn du im HR-Bereich arbeitest, schreib doch jede Woche einen Blogbeitrag zu einem Thema, was du spannend findest und was du jeden Tag lernst in deinem Praktikum momentan. Und wenn du dich dann bewirbst, schreibst du rein, ich habe auch einen Blog zum Thema Personalarbeit,
Und ich glaube, dass viele Unternehmen sagen, das ist mal was Besonderes. Die schreibt jetzt schon einen Blog als Praktikantin oder als junge Karrierepersönlichkeit. Ich habe mal in den USA eine Kollegin getroffen bei der National Speaker Association vor ein paar Jahren. Und die hat erzählt, dass sie in ihrem ersten Jahr der Selbstständigkeit jeden Tag einen Blogbeitrag geschrieben hat, also 365 Blogs in einem Jahr, und nicht ins Bett gegangen ist, bevor der neue Blog online war. Und das, glaube ich, ist eine Begeisterung und auch der Wille dafür, eine Extrameile zu gehen, was viele nicht tun. Die eher sagen, ist ja gerade schwierig und so weiter, das übliche Jammern, diese Kommentare, die es eben auch gibt, statt zu sagen, was kann ich tun, um mich zu qualifizieren oder mich in meiner Positionierung zu stärken. Zweites Beispiel, wenn Sie Angestellter sind, was tun Sie, um momentan sich selbst noch Ihrem Arbeitgeber zu sagen, dass Sie eine Extrameile gehen? Was tun Sie da? Machen Sie so eher das Normale, was halt man halt so macht? Oder sind Sie bei den Top 10% dabei? Wo würden Sie sich da einstufen? Top 10 oder eher Durchschnitt? Wie wäre es denn, wenn Sie jetzt in dieser Zeit mal überlegen, was könnten Sie jetzt mal tun, weil es vielleicht etwas weniger stressig ist? Vielleicht können Sie sich jetzt Zeit nehmen und mal die Datenstruktur auf den Laufwerken optimieren, sodass Dateien schneller gefunden werden. Vielleicht können Sie jetzt, wo es etwas ruhiger ist, die Initiative ergreifen, das Lager mal aufzuräumen und neu zu strukturieren. Oder Sie leisten einen Beitrag zu mehr Kollegialität in Ihrem Team. Vielleicht sind Sie Single oder wohnen alleine oder haben einfach diese Zeit, haben keine Kinder, die Ihnen Nerven und auch Kraft rauben, wenn Sie im Homeoffice arbeiten müssen. Vielleicht können Sie einem Kollegen, einer Kollegin anbieten, der die vielleicht alleinerziehend ist und sagen, ich arbeite jeden Tag eine halbe Stunde länger und du kannst dafür jeden Tag eine halbe Stunde weniger arbeiten. Also was können Sie tun, um die Extrameile zu gehen? Ich glaube, dass der Job sich dafür super eignet. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe meinen Job. Es gibt aber auch bei mir eine Sache, die ich noch mehr liebe als meinen Job. Und das sind meine beiden Kinder. Mit denen liebe ich es, Zeit zu verbringen. Bin jetzt auch gerade wieder dabei. Also die sind jetzt gerade, halten sich ruhig. Also von daher. Ich habe das mal ganz gut, dass die mich in Ruhe arbeiten lassen. Aber ich liebe das auch, von denen unterbrochen zu werden. Frage an Sie im Job: Was können Sie tun, um Vollgas zu geben, um die Extrameile zu gehen? Was können Sie da momentan tun? Was können Sie tun, um sich berufsmäßig zu qualifizieren? Um sich weiterzubilden, vielleicht jeden Tag sich zu qualifizieren und weiterzubilden. Ich habe letztes Mal im Kronenchenrichten Teil 1 schon auf verschiedene Angebote hingewiesen. YouTube, da gibt es so viel Wissen gratis. TED Talk, Robin Sharma, Brendan Burchard. Es gibt da so viel Speaker, Redner, Kollegen von mir, die super viel tollen Content haben. Ich natürlich auch, bei mir können Sie auch gerne schauen, wenn Sie möchten. Was tun Sie jeden Tag, um sich zu qualifizieren? Und außerhalb des Jobs, was tun Sie, um Ihren Freunden zu zeigen, wie wichtig sie Ihnen sind? Was tun Sie, um Ihren Eltern zu zeigen, wie sehr Sie sie lieben? Denn Ihre Eltern haben Sie geprägt, haben Sie zu der einzigartigen Persönlichkeit gemacht, die Sie heute sind. Was tun Sie, um Ihrem Partner, Ihrer Partnerin zu sagen, wie sehr Sie ihn, sie lieben? Was gestalten Sie heute für einen Tag oder Abend mit Ihrem Partner, Partnerin, um es ganz besonders zu machen? Und was tun Sie mit Ihren Kindern? Was tun Sie heute, um Ihren Kindern zu zeigen, egal wie alt die sind, dass sie voll und ganz für sie da sind und sie lieben? Wo gehen Sie heute Ihre Extrameile? Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg und auch Spaß dabei, die Extrameile zu gehen, denn Sie wissen, Sie machen was Gutes für sich und für Ihr Umfeld und die Welt, in der Sie leben. Viel Erfolg, alles Gute, bis bald. Ihr Markus Jörzow, ciao. Vielen Dank, Markus.
Ja, ich möchte gerne beginnen mit dem 18. Februar 1965. Es war ein Donnerstag und für mich persönlich ein sehr wichtiger Tag, denn es war der Tag meiner Geburt. Bin am 18. Februar 65 geboren in Köln und am 18. Februar 2020, also an meinem Geburtstag in diesem Jahr, war ich nicht in Köln, sondern in Halle. Ich habe da einen Vortrag gehalten. Einer der Veranstalter war ein Verlagshaus und die haben mir ein Geschenk gemacht, weil die wussten, dass ich Geburtstag hatte. Verlagshaus, logisch, ne? Zeitungen. Die haben eine Zeitung gefunden, und zwar die Zeitung von meinem Geburtstag 1965. Freiheit heißt das Objekt. Es ist eine Tageszeitung der DDR gewesen. Fand ich interessant, dass die Freiheit heißt. Und das Wetter damals stark bewölkt und zeitweise Schneefall. Zumindest in Halle war das so. Ja? Und ganz interessant, weil das Thema Freiheit ist es, das mich heute und euch gemeinsam begleiten wird, denn ich möchte darüber reden, inwiefern Freiheit wichtig ist, um auf neue Gedanken und Ideen zu kommen, auf Innovationen zu kommen, für das Unternehmen, in dem du arbeitest oder für dich persönlich sogar. Freiheit, irre wichtig. Und wir kommen zurück auf diesen 18. Februar 1965, meinen Geburtstag. Da hat nämlich noch jemand anders Geburtstag, zwei Typen, und zwar Mr. Spock und Captain Kirk, also zumindest die Figuren. Denn wie der Zufall es wollte, an dem Tag meiner Geburt war zeitgleich das erste Ausstrahlungsdatum für Raumschiff Enterprise in den Vereinigten Staaten. Und Gene Roddenberry, der Chefautor, hatte eine glänzende Produktidee, hat nämlich dieses Produkt hier erfunden. Das war der Communicator, also ein Mobiltelefon mitten in den 60er Jahren, als alle noch gedacht haben, das kann es niemals geben. Es kann sogar ein Geräusch machen, ich zeig das mal. Ne, klassisches Geräusch oder auch ein bisschen mehr Waffe. Ja, das hat er sich ausgedacht und es dauerte Jahrzehnte, bis Motorola daraus das Klapphandy gemacht hat. So ähnlich war das mit dem Faxgerät. Auch das hat Jahrzehnte gedauert, bis es von einem Enterprise-Raumschiff, also damals Mitte der 60er Jahre, den Weg gefunden hatte in unsere Wohnungen und Büros. Dann der Flachbildschirm, den gab es in den 60ern nirgendwo, außer auf der Enterprise. Oder auch in anderen Filmen, zum Beispiel Das fünfte Element, vor ca. 25 Jahren gedreht, gab es schon fliegende Autos. Was gibt es heute? Fliegende Autos. Noch nicht in Serienreife, ganz sicher, aber im letzten Jahr gab es in Dubai die ersten erfolgreichen Testflüge. Und was sagt uns das? Es sagt uns, Utopisten, Science-Fiction-Autoren, die ja diese große Freiheit haben, alles machen zu dürfen, denen nie jemand dazwischen quatscht, die alles tun dürfen, wo nie jemand sagt, das haben wir noch nie gemacht, deswegen lassen wir das, sondern im Gegenteil, wo alle sagen, das haben wir noch nie gemacht, also tun wir es. Diese großen Freiheitsdenker, diese Autoren, die schaffen es dann durch diesen Gedanken der Freiheit plötzlich etwas runterzubrechen. Man muss es eben erstmal denken. Wer es nicht denken darf, der kann es eben auch nicht in die Realität befördern. Und so kommen heute viele Unternehmen tatsächlich darauf, dass es ganz gut ist, Science-Fiction-Autoren zu beschäftigen. Ich weiß es von Amazon, die haben das, die denken darüber nach, diese festangestellten Science-Fiction-Autoren und Utopisten, wie sieht das denn in 20 Jahren für Amazon aus? Ich weiß es vom amerikanischen Verteidigungsministerium, das ist auch so, die denken sich einfach militärische Geschichten aus, also Utopien, was alles passieren kann. Das hat zum Teil auch medizinische Bezüge, gut, das mit dem Coronavirus haben sie nicht auf die Reihe gekriegt, aber wer hat es schon? Die anderen Nationen auch nicht so richtig. Also man merkt, es ist gut, weiterzudenken. Und ich frage dich, wie sieht denn deine persönliche Science-Fiction aus für dein Leben? Ja, wie könntest du utopisch an dem arbeiten, was deine Zukunft ausmacht? Wie könntest du wirklich ganz verrückte Dinge spinnen, einfach schon, weil es gar nicht Realität werden muss? Aber man muss es ja mal denken dürfen, denn erst wenn man es denkt, dann hat man eventuell eine Chance. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel, und zwar dieser Herr hier ist Charlie Parker, einer der einflussreichsten Jazzmusiker unserer Zeit, also leider schon verstorben, aber der hat wirklich die Jazzmusik vorangetrieben. Der hat sich mal ganz bewusst in eine 10-monatige Quarantäne verfrachtet, natürlich freiwillig, in eine Holzhütte und hat 10 Monate lang nichts anderes gemacht, als jeden Tag Saxophon gespielt. Er war fern von seinen Freunden und von seiner Familie, er hat nur Saxophon gespielt, bis zu 15 Stunden am Tag. Charlie Parker war vorher ein mittelmäßiger Musiker, das hat die Presse über ihn geschrieben. Und als er da rauskam, war das der Startschuss zu seiner legendären Jazzkarriere. Das heißt, es ist wohl wichtig, dass man sich manchmal einfach auch zurückzieht,
Das heißt, sich die Unfreiheit gönnt, um frei zu sein, um etwas Neues zu kreieren. Geht mir tatsächlich im Moment auch so. Eigentlich bin ich ja auch unfrei. Es gibt eine Kontaktsperre bis zum 3. Mai. Das hat gerade die Bundeskanzlerin verkündet in ihrer Pressekonferenz. Aber ich sehe das als eine große Freiheit für mich, endlich zum Beispiel an einem Online-Seminar, Online-Präsentationsseminar zu arbeiten. Ich hatte diese Freiheit in den letzten Jahren nicht, weil mein Terminkalender mich in die Zange genommen hatte. Ich bin dazu überhaupt nicht gekommen. Und jetzt habe ich in der Unfreiheit die Freiheit, daran zu arbeiten. Also es ist sicher die Frage der Chancenintelligenz, dass man schaut, was kann ich denn jetzt in dieser Zeit Interessantes machen. Und für mich ist das Utopische, da einfach dran zu arbeiten. Mache ich seit 3 Wochen. Daraus wird ein Hybridseminar. Ich bringe ja Menschen ohnehin bei, wie man Vorträge und Präsentationen hält. Und dann gibt es eben ein Online-Seminar, wie es funktioniert. Das guckt man sich an in so 15 bis 20 Lektionen. Und das ist die Vorbereitung für ein Präsenzseminar, wo wir uns live treffen und dann an deinen Präsentationen beispielsweise arbeiten. Etwas, was ich nicht gedacht hätte vor 4 Monaten, dass ich dazu irgendwann in 2020 kommen würde. Da bin ich sehr dankbar, dass es so ist. Also nochmal, wie würde dein persönliches Science-Fiction aussehen? Und ich glaube, es gibt 3 Faktoren, mit denen du arbeiten kannst, um das weiter voranzutreiben. Und der erste Faktor, ganz klar, ist es nicht immer so, es ist das Geld. Ich glaube, man muss sich ein Budget schaffen, ein Budget vorgeben, einmal im Jahr eventuell, was man bereit ist auszugeben für seine Science-Fiction, für seine Weiterbildung beispielsweise, für Reisen, die einen inspirieren und voranbringen. Ich habe ja schon in der ersten Folge vom Korönchen gesagt, dass ich gerne Romanautor werden möchte. Und was gebe ich denn aus dafür, dass ich Creative Writing, einen Kurs zum Beispiel, mal besuche in den Vereinigten Staaten? Da gibt es die Besten. Muss ich mir vorher ein Budget machen? Indem ich mir ein Budget mache am Anfang des Jahres, habe ich es im Kopf, ich manifestiere das für mich und dann weiß ich, ich werde auch daran arbeiten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das machen Unternehmen im Übrigen auch so. Die sind da sehr freigebig, also Freiheit, Budget, hat was mit Vertrauen auch zu tun. Also zum Beispiel HubSpot ist ein Softwareunternehmen aus Boston. Die haben einen sogenannten Interesting People Fund. Wenn du dort arbeitest als Mitarbeiter, dann hast du die Chance, inspirierende Menschen, die du zufällig privat oder geschäftlich kennenlernst, einzuladen, zum Beispiel zum Essen oder auf einen Kaffee. Und HubSpot zahlt das für dich. Einzige Maßgabe ist, du musst so einen halbseitigen Besprechungsbericht anlegen, damit alle Kollegen, all deine Kollegen davon profitieren können, in welcher Weise dich dieser Mensch inspiriert hat. Also beispielsweise hast du vielleicht einen Wrestler kennengelernt und findest den hoch inspirierend, weil du noch nie so mit der Szene zu tun hast und denkst, vielleicht kann ich da irgendetwas verknüpfen. Und nun ja, dann kannst du den zum Beispiel Wrestler zum Essen einladen. Ich weiß nicht, wo Wrestler essen gehen, aber das wirst du rausfinden. Und das wird mit Sicherheit hoch inspirierend sein. Das zahlen die. Also gib dir doch selber ein Budget, mit dem du arbeiten kannst in diesem Jahr, um dich auf deine eigene Science-Fiction-Route zu bringen. Erster Punkt, Budget. Zweiter Punkt hat schon wieder mit dieser seltsamen Situation zu tun, nämlich mit Schutz. Auch Ideen wollen geschützt werden. Ich habe zwar in der ersten Ausgabe von Korönchen richten gesagt, dass es wichtig ist, Ideen auch rauszulassen, zu kommunizieren, weil man sich damit in die Situation bringt, dass man dann auch was tun muss, wie so ein Damoklesschwert. Ne? Tut man da nämlich nichts und hat nur erzählt, dann ist man so jemand, der einfach nur Palaver macht. Also das bringt einen in Zugzwang. Und jetzt sage ich aber dieses Ja, aber nicht zu früh, denn es ist ganz wichtig, dass man sich die Idee schon in einem gewissen Fertigungsgrad holt, sodass man von außen nicht mehr so sehr dran kratzen kann. Ja? Die Amerikaner nennen das Skunkwork, das ist das Arbeiten im Geheimen. Skunk ist das Stinktier, das hat jetzt nichts mit der Ausdünstung zu tun, sondern eher mit der Immobilie, in der dieses Stinktier lebt. Das ist der Bau unterhalb des Bodens, also undercover. Ja, und da gab es in München mal einen Ingenieur bei BMW, Max Reisböck, der sah sich in der Situation, dass er plötzlich viele Kinder hatte in seiner Familie und die passten in keinen BMW mehr. Die müssen alle BMW dort fahren, logisch, so ist das bei den Automobilherstellern. Und dann hat er Folgendes gemacht, er hat sich eine BMW-Limousine zu Hause in die Garage gesetzt, also undercover, konnte sonst keiner sehen, hat sich hinten dieses Auto aufgeschnitten, hat einen Kasten drauf geschweißt und ist damit dann auf den
auf das Werksgelände von BMW gefahren, sehr zur Überraschung seiner Kollegen und auch des damaligen Vorstandsvorsitzenden, der das gesehen hat. Die waren ein bisschen erstaunt, auch erschrocken, aber gleichermaßen fasziniert. Und dann haben sie daran weitergearbeitet. Und aus dieser Idee ist der BMW Touring geworden, ein Welterfolg für BMW. Und die haben alle gesagt, man hätte das niemals als offizielles Projekt bei BMW machen können, weil es einfach keine sportliche Limousine war. Und sportliche Limousinen waren der Markenbesitzstand von BMW damals. Eine Familienkutsche war schlichtweg nicht möglich in diesem Mindset. Da musste jemand erstmal undercover dran arbeiten, um das dann vorzustellen. Und dann funktioniert die Chose. Und das kannst du in einer gleichen Weise eben für dich auch machen. Also arbeite an deiner Idee, aber versuch vielleicht, das einen Moment lang undercover zu halten, bis es so einen gewissen Fertigungsgrad schon hat, damit nicht zu viele Leute dran rumnöseln. Und der dritte Aspekt neben Budget und Schutz ist das hier, ist der Zeitaspekt. Die Frage ist, wie viel Zeit nimmst du dir in deinem Leben? Markus hat ja schon gesagt, dass es wichtig ist, vielleicht morgens sich Zeit zu nehmen, um sich zu inspirieren, um deine fiktionalen Ideen für dich voranzutreiben. Also es hat was mit Bildung zu tun, Weiterbildung, aber eben auch Zeit nehmen. Es gibt Unternehmen wie Gore zum Beispiel oder Google auch und 3M, die geben ihren Mitarbeitern ganz konkrete Vorgaben, so und so viel Zeit musst du oder sollst du investieren, um darüber nachzudenken, fiktional, was mit dem Unternehmen alles passieren kann in 15 oder 25 Jahren. Und das Gleiche kannst du oder solltest du für dich auch machen. Also nimm dir diese Auszeiten für deine eigene persönliche oder geschäftliche Utopie. So, und beschließen möchte ich dieses alles, diese Gedanken, dass Freiheit, utopische Freiheit so wichtig ist, mit einem Siegel, am Ende soll man ja immer besiegeln, es ist das Siegel des Epizentrums des Silicon Valley, dort wo eigentlich ja das Innovative wirklich herkommt, und das ist das Siegel von Stanford, und da sieht man links und rechts der Tanne einen Satz, da steht: die Luft der Freiheit weht. Das ist interessant insofern, als dass es ja ein deutscher Satz ist. Die Luft der Freiheit weht. Warum steht da ein deutscher Satz, obwohl es eine amerikanische Universität ist? Ganz einfach, weil die Gründerväter von Stanford so beseelt waren vom humanistischen Gedanken in Deutschland, damals in jener Zeit von mehr als 100 Jahren, dem Gedanken, dass alle Ideen nicht von irgendwo aus dem Orbit kommen, sondern aus einem Menschen selber, dass sie gesagt haben, okay, diesen berühmten Satz, den es damals im Humanismus schon gab, den transportieren oder transplantieren wir, also heute würde man sagen, copy and pasten wir in unser Siegel, und da steht es dann bis zum heutigen Tag in Deutsch. Und beschließen möchte ich diesen kleinen Gedankenaustausch mit einem Angebot. Wenn du von mir 50 Tipps haben möchtest, genau genommen 52 Tipps zum Thema Innovation, kleinen inspirierenden Praxisgeschichten, wie das eigentlich funktioniert mit dem Neuen, dann biete ich dir meine Out-of-the-Box-Box an. Das ist nicht wirklich eine Box, sondern eher so eine Art virtuelle Schatulle. Ich versorge dich dann einmal in der Woche mit einem inspirierenden Gedanken, mit einer inspirierenden Geschichte oder einem Hinweis, wie das eigentlich funktioniert mit dieser Ideenfindung. Das kannst du dann zum Beispiel als Zeitslot schon mal nehmen, um auf utopische Gedanken zu kommen. Wenn du das gerne haben möchtest, kostet nichts, kann man sich auch jederzeit abbestellen, logischerweise, dann schreib mir gerne eine E-Mail an diese Adresse dunz@gerritdunz.com. Und dann bekommst du das sehr gerne zugeschickt, jede Woche einen Tipp, 52 Wochen lang, dann ist es ja auch rum. So, und das soll das Siegel auf meinem Vortrag sein, und es geht jetzt weiter mit einem Kollegen, mit dem ich vieles teile, auch den Humor, aber vor allen Dingen unseren Wohnort, das ist Ort, es ist der Norden von Deutschland, denn da wohnt mein lieber Kollege, mit dem es jetzt weitergeht. Hier kommt Lutz Herkenrath, viel Spaß mit ihm. Hallo, auch von meiner Seite zu der zweiten Folge von Krönchen richten. Markus Jotzo, Gerrit Danz und ich, wir haben uns sehr gefreut über die vielen positiven Reaktionen vor 2 Wochen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das einfach nochmal. Und als ich mich jetzt vorbereitet habe auf meinen Teil hier, habe ich mir überlegt, was kann ich Ihnen, was kann ich dir mitgeben in dieser Situation? Und mir sind 2 Begriffe. Sehr wichtig. Das eine ist Vertrauen. Wie können wir vertrauen?
Wie können wir uns trauen? Und wir können Vertrauen haben, sowohl in uns als auch in andere. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich vertraue zurzeit, und es gab sehr viele Zeiten in meinem Leben, mit denen war das ganz anders, aber ich vertraue in dieser Zeit sehr auf das, was die Regierung tut. Also mir war das nicht so richtig klar, aber eine gute Freundin von mir aus England berichtet mir, es gibt keinen Tag zurzeit, wo in Großbritannien nicht in der Pressekonferenz gefragt wird, warum kriegen das die Deutschen hin und wir nicht. Also wir gehören neben Singapur und Südkorea zu den drei Streberländern, was Gesundheitspolitik und effektiver Umgang mit der Corona-Krise angeht. Das macht mich stolz. Mir war das selber nicht so richtig klar. Manchmal lohnt ein Blick über den Tellerrand, um zu schauen, wie ist eigentlich die wirkliche Relation. Und das Zweite, was mich auch sehr nachdenklich gemacht hat, war Italien. Die berühmten italienischen Verhältnisse. Wir haben, wenn man den Meldungen Glauben schenken darf, zurzeit mehr als 8.000 Intensivbetten noch frei. Das ist so viel, wie Italien überhaupt an Intensivbetten hat. Also auch da denke ich mir ganz oft, ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, in welchem Paradies wir leben? Und die dritte Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, habe ich von einer Bekannten, einer entfernten Bekannten, deren Verlobte ist Mexikaner. Und er lebt in Mexiko. Und er sagt, bei uns ist Corona überhaupt kein Thema. Wir haben immer sowas. Wir haben gelernt, mit dieser Gefahr zu leben. Haben wir gelernt, mit so einer Gefahr zu leben? Ich glaube, die allermeisten von uns nicht. Wer es gelernt hat, ist die Kriegsgeneration. Also die älteren Menschen unter uns, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, sind ja gar nicht mehr so viele. Meine Schwiegermutter zum Beispiel. Die ist völlig entspannt. Ich sage, hast du denn gar keine Angst? Du gehst doch jetzt zur Risikogruppe dazu. Ach, weißt du, wir haben schon so viel überlebt. Das ist es. Wir haben es überlebt. Auch das gibt Vertrauen. Auch das gibt Zutrauen zu sich. Und wer bei Korinthenrichten Teil 1 dabei war, hat ja von mir erfahren, dass ich auch schon einige sehr, sehr schwierige Situationen in meinem Leben überstehen musste. Und auch das hat mir Kraft gegeben, dass ich es überlebt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch in Ihrem Leben einige kritische Situationen, die Sie überstanden haben. Und Vertrauen können wir auch daraus schöpfen, zu wissen, wir haben es überlebt, wir haben es überstanden. Also das ist für mich Vertrauen. Und das Zweite, was es braucht, ist Hoffnung. Hoffnung, damit wir weitergehen können. Ich habe ja schon beim Korinthenrichten 1 erzählt, dieses Bild von dem Reiter und dem Elefanten, also von dem Strategen, der perspektivisch denken kann, der in längeren Zeiträumen denken kann, der sich jetzt eine Strategie überlegen kann, wie es weitergehen kann, wie kann er jetzt auf etwas verzichten, um in Zukunft erfolgreicher zu sein. Und dieser Reiter sitzt auf einem riesen Elefanten. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das ich gerne mit Ihnen, mit dir teilen möchte. Da ist es. Der Reiter und der Elefant. Also wir mussten den Reiter ein bisschen größer zeichnen, weil sonst hätte man den gar nicht gesehen. In Wirklichkeit, was wiegt so ein Reiter? 80 Kilo. Was wiegt so ein Elefant? 5 Tonnen. Was glauben Sie? Wenn beide miteinander streiten, und das tun die gerade offensichtlich, wer wird gewinnen? Wer wird über kurz oder lang gewinnen? Natürlich ist das der Elefant. Der Reiter kann eine Zeit lang den Elefanten dominieren. Und jedes Mal, wenn wir unsere Willenskraft einsetzen, tun wir das übrigens. Aber irgendwann wird der Reiter müde.
Das merkt der Elefant sofort und geht schnurstracks in die Richtung, in die er immer schon mal gehen wollte. Also die beiden streiten ständig miteinander. Der eine, der Reiter, ist problembewusst und liebt Probleme, kommt gerne auch mal in so eine Problemtrance, wenn er nachts aufwacht und grübelt. Und der Elefant findet Probleme furchtbar. Es deprimiert ihn. Und wenn ein Elefant deprimiert ist, geht er keinen Zentimeter mehr. Wie wäre es also, wenn der Reiter und der Elefant in die gleiche Richtung blicken würden? Wie wäre es, wenn die beiden sich einscheren? Wie viel Kraft hätten die beiden? Wie stark wären sie? Ich glaube, ein Mensch, der vom Verstand und vom Bauch her im Einklang mit sich selber ist, ist nicht mehr zu stoppen. Der hat Kraft für Hunderte. Ein Elefant, dessen Motor Hoffnung ist, wenn der richtig gefüttert ist, geht er Woche um Woche um Woche. Wir können es übrigens sehen. Wir können Menschen erkennen, deren Elefant gefüttert ist. Die sind in einer guten Art und Weise resilient. Das heißt, widerstandsfähig gegen alle widrigen Umstände, die von außen kommen. Und die zentrale Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte, dazu lautet, nee, das ist es nicht, da ist es. Will ich recht haben? Will ich glücklich sein? Umgekehrt heißt das für mich auch, wenn ich glücklich sein will, muss ich meinen Elefanten mitnehmen, muss ich ihm Hoffnung geben, muss ich ihn füttern. Und ich habe dazu einen Online-Test entwickelt, 10 Fragen. Wenn Sie den machen, dann kriegen Sie ziemlich schnell raus, ob Sie mit Ihrem Elefanten, ob Ihr Reiter mit Ihrem Elefant im Gespräch ist oder ob es da noch Optimierungsbedarf gibt. Wenn Sie wollen, der Test wird als Link eingeblendet sein. Markus wird das einblenden, gell Markus? Und dann gehen Sie da einfach auf die Seite und nehmen sich ein paar Minuten Zeit und füllen Sie diesen Test aus. Könnte ganz spannend sein. Hoffnung. Wenn wir Hoffnung haben, geht es weiter. Und etwas, was mir zum Beispiel Hoffnung gemacht hat, war die Aussage eines Wirtschaftsexperten, der gesagt hat, ja, wir haben ja eine ziemlich desaströse Situation. Und ja, seit dem Krieg hatten wir so eine Situation nicht mehr, aber wir haben einen großen Vorteil. Und der Vorteil ist, unsere Produktivstätten sind alle noch da. Es ist nichts zerstört wie im Krieg oder mit Reparationszahlungen abmontiert und in den Osten oder in den Westen gefahren worden. Alle Städten sind noch vorhanden. Das heißt, die Hoffnung, die wir alle haben können, ist doch, dass wir, wenn dieser Lockdown endlich aufgehoben wird, dass wir dann kräftig in die Hände spucken und richtig Gas geben. Auch das ist Hoffnung. Und das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Hoffnung haben in dieser Zeit. Dass Sie immer wieder, wenn Sie deprimiert sind, Ihren Elefanten füttern. Und zum Füttern habe ich noch mal etwas mitgebracht. Ein kurzes Gedicht. Wer meine Vorträge kennt, weiß, es gibt immer ein Gedicht. Dieses ist ein ziemlicher Klassiker. Es ist von Adalbert Ludwig Balling. Und lautet Gedanken einer Kerze. Übrigens, diesen Baumstamm habe ich mit der Motorsäge selber gemacht. Gedanken einer Kerze. Jetzt habt ihr mich entzündet und schaut in mein Licht. Ihr freut euch an meiner Helligkeit und an der Wärme, die ich spende. Und ich freue mich, dass ich für euch brennen darf. Wäre dem nicht so, lege ich vielleicht irgendwo in einem alten Karton. Unangerührt. Vergessen. Im Dunkeln. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass ich brenne. Aber je mehr ich brenne, desto kürzer werde ich.
Ich weiß, es gibt immer beide Möglichkeiten. Entweder ich bleibe im dunklen Karton, unangerührt, vergessen, im Dunkeln, oder ich brenne. Gebe alles her, was ich habe, zugunsten des Lichtes und der Wärme. Somit führe ich mein eigenes Ende herbei. Und doch, ich finde es schöner und sinnvoller, etwas hergeben zu dürfen, als im dunklen Karton zu liegen. Schaut, so ist es auch mit euch Menschen. Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch und es bleibt kalt und leer, oder ihr geht auf die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe. Dann erhält euer Leben Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas von euch selbst hergeben, etwas von eurer Freude, etwas von eurem Lachen, etwas von eurer Herzlichkeit, vielleicht auch etwas von eurer Traurigkeit. Ich meine nur, wer sich verschenkt, wird reicher. Nur wer andere froh macht, wird selbst froh. Ich glaube, bei vielen ist es deswegen so düster, weil sie sich scheuen, anderen ein Licht zu sein. Ein einziges Licht, das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt. Also lasst euch ein wenig Mut machen von mir, an der winzigen Kerze. Das ist Hoffnung. Das ist der Treibstoff, den unser Elefant dringend braucht. Vielleicht mehr als alles andere. Wenn Ihnen das Gedicht gefallen hat, dann gehen Sie gerne auf meine Seite lutzherkenart.de. Da gibt es einen Reiter, der heißt Geschenke. Sie können auch einmal den Namen Herkenrath und Geschenke googeln, dann kommen Sie da auch hin. Das ist ein PDF von diesem Gedicht. Laden Sie sich runter. Drucken Sie es aus und lesen Sie es sich und anderen laut vor. Das laut Vorlesen ist wichtig. Dann nehme ich übrigens noch ein MP3 und ein MP4, dann können Sie mal ein bisschen luschern, wie ich das gemacht habe. Hoffnung. Haben Sie Hoffnung? Ich habe wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Nicht nur heute, sondern ich habe in den letzten Tagen ordentlich getankt. Das tut mir gut. Das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mehr Hoffnung bekommen. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Wünsche Ihnen eine gute Fütterung. Und schließen möchte ich mit einem Satz, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Alles Gute.